bringst medizinisches Wissen mit, du bist motiviert, suchst vielleicht einen Minijob, einen Halbtagsjob und möchtest bei Happy Hippocampus mitarbeiten, dann schau dir unbedingt dieses Video an. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video geht es mal nicht um Lerntechniken ausnahmsweise, sondern ein bisschen um ein Off-Topic-Thema. Und zwar geht es heute darum, dass wir unser Team ausbauen wollen, unser Team verstärken wollen, dass wir in noch kürzerer Zeit, noch schneller Merkvideos, Gedächtnispaläste für dich, für euch eben bauen können. Ja, und wie eben gerade schon erwähnt, falls du auf der Suche nach einem Minijob oder einem Halbtagsjob bist, motiviert bist, cool findest, was wir von Happy Hippocampus machen, dann schreib mir gerne eine kleine, kurze, formlose Mail an Jobs, ich blende es dir auch hier mal ein, an jobs@happyhippocampus.com. Es kann ganz formlos sein, ich werde dir dann alles weitere zur Bewerbung und so weiter dann mitteilen. Würde mich freuen, wenn du dich meldest. Was sind jetzt also die Anforderungen an dich? Was solltest du mitbringen? Wie gesagt, du solltest auf jeden Fall medizinisches Wissen mitbringen. Ob du jetzt noch Student, Studentin bist oder Arzt, Ärztin, spielt erstmal keine Rolle. Nur wenn du irgendwie vorm Studium bist oder noch gar kein medizinisches Wissen hast, dann ist es eher schlecht die Stelle, wo wir suchen. Ja, und bevor ich genauer und konkreter werde, was du ja an Voraussetzungen mitbringen solltest, erstmal noch ganz kurz, welche Stellen wollen wir überhaupt besetzen? Was suchen wir überhaupt? Das sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen suchen wir Minijobler, da kannst du dich immer jederzeit eigentlich frei bewerben. Da suchen wir eigentlich jederzeit Leute, die zum Beispiel die Skripts und Drehbücher für unsere Merkvideos schreiben, die Videos vertonen, die Ton aufnehmen oder zum Beispiel auch Leute, die sich mit Videoschnitt auskennen, die dann final quasi die Videos zusammensetzen und schneiden. Also wir suchen zum Beispiel Studierende, die einfach neben ihrem Studium zum Beispiel bei uns aushelfen möchten. Wie gesagt, das ist der eine Teil, das sind Minijobler oder Minijoblerinnen. Und der zweite Teil, der ist eigentlich der wichtigere und dringlichere Teil. Wir suchen eben eine Person, die wirklich 20 Stunden circa pro Woche, also halbtags wirklich bei Happy Hippocampus mitarbeiten kann. Sprich, wenn du Vollzeit studierst, wird es schwierig werden oder aus eigener Erfahrung ist es dann eigentlich so gut wie nicht möglich. Wenn du aber sagst, du hast vielleicht eh nur einen Teilzeitstudienplatz oder bist vielleicht schon fertig, bist Arzt, Ärztin, möchtest irgendwie was anderes machen, möchtest halbtags arbeiten, mit eben auch der Voraussetzung, dass du irgendwann dann auch Vollzeit bei uns arbeiten kannst. Also die Option besteht auf jeden Fall dann auch. Also wir suchen Minijobler und eben jemanden, der halbtags für uns arbeitet. Bei den Minijoblern bewerb dich einfach oder schreib mir einfach eine formlose Mail, dann erfährst du alle weiteren Infos, egal ob du Skripte schreiben willst, ob du vielleicht bei Social Media mitarbeiten möchtest, ob du Ton aufnehmen willst, Videos schneiden und so weiter. Also das ist der eine Part, Minijobler, Stellen und Positionen. Der andere Part, wo es sich in diesem Video hauptsächlich auch drehen soll, ist eben die Halbtagsstelle, die wir ja besetzen wollen. Eine Grundvoraussetzung ist eben, dass du wirklich 20 Stunden circa pro Woche einfach Zeit hast. Wie gesagt, wenn du studierst, wird es eher schwierig, also das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, dass du einfach wirklich einen Halbtagsjob wirklich wahrnehmen kannst. Dann, was ist noch wichtig, dass du schon medizinisches Wissen einfach mitbringst. Es hilft nichts, wenn du irgendwie vor dem Studium bist. Es kann sein, dass du schon Arzt, Ärztin bist und fertig bist. Das wäre eigentlich der Optimalfall, weil du dann eben ja schon das ganze Wissen mal ja gelernt hast oder also ja beziehungsweise einfach Ahnung von dem hast, worüber du dann sprichst oder Drehbücher schreibst und so weiter. Also das ist das Zweite, wirklich medizinisch Ahnung haben. Dann der zweite Punkt ist, dass du wirklich auch ein kleines Team mitleiten und führen sollst. Das besteht darin, dass du Leute anleitest beim Drehbuchschreiben, dann auch Drehbücher, Skripte korrigierst, Korrektur liest und so weiter. Also es ist auch sehr viel Verantwortung, wo da mit dabei ist. Im Optimalfall hast du vielleicht schon Erfahrung mit Teams, mit Teamführung, mit Teambuilding und so weiter. Also das wäre auch cool, wenn du da schon in dem Bereich ein bisschen Erfahrung hast, ist aber keine Grundvoraussetzung. Außerdem ist es wichtig, dass du auch verantwortungsvoll bist, dass du Verantwortung übernehmen möchtest, dass du, wie gesagt, motiviert bist, das richtig cool und findest, was wir machen, das feierst, was wir mit Happy Hippocampus machen. Gerne auch Gedächtnispaläste vielleicht schon selbst gebaut hast oder auf jeden Fall Lust hast, da wirklich das zu lernen, das zu verinnerlichen, Gedächtnispaläste zu bauen, Merkvideos zu erstellen und so weiter. Also das ist auch eine Grundvoraussetzung einfach, ja, richtig Passion für das zu haben, was wir machen, was wir bewegen wollen mit unseren Merkvideos eben im medizinischen Bereich. Also wenn du motiviert bist, wenn du richtig cool findest, was wir mit Happy Hippocampus machen, wenn du Verantwortung übernehmen möchtest, wenn du ein kleines Team mit anleiten möchtest, Drehbücher schreiben möchtest, dann melde dich auf jeden Fall, wie gesagt, einfach an jobs@happyhippocampus.com, eine Mail schreiben formlos, alle weiteren Infos bekommst du dann und ich würde mich freuen, wenn der oder die ein oder andere von euch sich einfach meldet, vielleicht dann bald schon bei Happy Hippocampus mit im Team ist
Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Und im nächsten Video, das verspreche ich euch, gibt es dann auch wieder entweder Lerntechniken oder Tipps zum Lernen, zum Medizinstudium. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video und mach's gut und ja, alles Gute. Ciao.